So, willkommen zurück am Walnussbaum, der da noch nicht steht auf unserem Grundstück. Das ist unser Gemüsegarten, wo wir da in dem Video schon mal gezeigt haben. Da unten, also wir haben jetzt da in dem Jahr eigentlich nicht viel gemacht, außer aussehen, auspflanzen und ernten. Ihr seht selber, das Unkraut ist fleißig gewachsen, aber da lässt sich eh nicht viel machen dagegen. Da unten drunter sind wir mit dem Bagger noch nicht durch. Wir haben bloß die untere Hälfte mit dem Bagger aufgelockert. Da oben sind wir dann mal wirklich dazu gekommen, weil wir haben ja noch mehr Baustellen. Und dann habe ich da in dem Internet gesehen mit den Kartoffeln, die einfach auf die Erde gelegt worden sind und ankäufelt. Meine Nachbarin hat es auch probiert. Und dann habe ich mir gedacht, wurscht. Das passt daher, da unter uns sind ein Haufen Steine wahrscheinlich, da machen wir das jetzt einmal. Wir haben das bloß ganz oberflächlich, also vielleicht so 2-3 cm gefräst, dass einfach mal das Gras oben weg war. Dann habe ich die da hingelegt und mit Gras angehäufelt. Und Gras haben wir zweimal drauf geschmissen vom. Habe ja ein Video gezeigt mit dem ersten Schnitt und so weiter. Das haben wir einfach da oben drauf geschmissen, haben gar nicht mehr gemacht. Es ist weder gewässert worden, noch gedüngt worden, noch sonst irgendwas. Und ihr seid jetzt live dabei beim Ergebnis. Ich stelle jetzt einmal die Kamera auf da runter, dass ihr das seht, was da rausgekommen ist. Ich weiß es selber nicht. Dann graben wir das doch jetzt einfach mal an. Oh ja. Also von der Ernte her ist es auch recht leicht. Ne? Das ist jetzt die Sorte Bamberger Hörnchen oder Larat, wird sie auch in Frankreich so ähnlich. Ist eine spezielle Salatkartoffel. Ist nicht sehr ertragreich insgesamt. Wobei ich sagen muss, wir hatten schon schlechtere Ergebnisse. Kartoffelkäfer waren auch drauf, haben aber einfach nichts gemacht. Man könnte die ja mit Gift bekämpfen oder absammeln oder. Aber das ist einmal so ein recht aussichtsloser Kampf. Hat ja den Vorteil, ihr braucht da nicht einmal schweres Gerät. Ich habe geschaut, für einen Einachser gebe ich einen Kartoffelroder. Aber das liegt bei über 1000 Euro. Und da muss ich ehrlich sagen, so viel Kartoffel bauen wir da nicht, dass wir jetzt da 1000 Euro für einen Kartoffelroder irgendwann wieder reinholen würden. Schau,
Hör mal, die Brummer, ey. Faustgroß. Und von der Ernte her, da kann man echt nichts sagen. Man klappt es da weg. Und nimm die Kartoffeln. Und ich denke, was wir im letzten Jahr für einen Zirkus gehabt haben mit dem Ausgraben und ey, Leid. Schau mal die Gerätschaft noch. Und das ist jetzt kein Ausreißer. Fragt mich bitte nicht nach der Sorte, das ist irgendeine mehlige Sorte. Weil ich die gern hab. Für Kartoffelsuppen oder für so Kartoffelteige und so Zeug. Ergebnis, ich muss ein wenig so stehen, weil sonst bläst der Wind da gar so drauf, dann rauscht es wahrscheinlich trotz Puschel. Wir haben jetzt da, Hammer, oder? Der Wahnsinn, oder? Und das ist ja nicht bloß eine, also da, ja, ganzer Haufen. So, der Hit, oder? Ich schätze jetzt einmal so, Schubkanne 80 Liter, ja, irgendwie knapp ein Zentner. Und da jetzt vom Heben her hätte ich auch gesagt, irgendwas um die 20 Kilo. 80 bis 100 Kilo auf 4 mal 12. Ohne Maschine, ohne Spaten, ohne irgendwas. Einfach so, ihr habt es ja gesehen unterwegs, wegklappen. Wegnehmer. Ich persönlich, na, hätte jetzt gesagt, Experiment geklappt. Das da,
hab's vorhin schon mal gesagt, Tannenzapfen, Larat, Bamberger Hörnchen, die haben viele Namen. Es wird der eine oder andere sagen, wie soll ich die schälen? Genau. Kochen, wie sie sind. Und dann kann man sie abschälen. Ist eine tolle Salatkartoffel. Schmeckt da nicht so kartoffelmodrig. Die schmecken richtig, ja, wie will ich sagen, frisch. Für die Kartoffel, wenn ihr das Ideal-Kartoffelrezept wissen wollt, also so wie es wir machen, ich verlinke euch mal da oben unseren Zweitkanal. Da sind Kochrezepte, wie ihr einmachen könnt, haltbar machen, etc. BB. Vor allem auch böhmische Küche. Wen es interessiert, würde mich freuen. Wir haben das absichtlich getrennt, weil den einen interessiert es halt mal gar nicht. Den anderen, der aber Kochrezepte schaut, den interessiert sowas da überhaupt nicht. Darum machen wir es auf zwei Kanäle, dann ist es schön getrennt, da kann jeder schauen, was er für richtig hält. Nächste Woche Kürbis. Habe ich schon gesehen, da ist das volle Gerät drin. Das ist der Hammer, sowas habe ich noch nicht gesehen. Aber lasst euch überraschen, kommt nächste Woche dran und denkt dran, auf unserem Blog kriegt ihr die weiteren Infos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.